Wir haben uns jetzt dazu entschieden, es ist noch tatsächlich ein bisschen wenig Gewürz. Kann auch einfach hier mal ein bisschen Basilikum rein. Zack, 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 zack. Und dann packen wir hier noch ein bisschen Rosmarin dazu. So. Und dann muss das Ganze ein bisschen einköcheln lassen. Also einfach wirklich zum Beispiel der Knoblauch, der muss halt den Geschmack erst entwickeln und an alles übertragen. Einfach auf niedrige Flamme stellen. Bisschen rühren, bisschen Zeit lassen. Und dann sollte die Bolognese-Soße fertig sein. So, als nächstes kommt dann mein Rezept für die Bechamel-Soße. Wir haben jetzt noch 10 Sekunden. Ich muss schon irgendeinen Scheiß erzählen. Bla, genau, den Ofen vorheizen. Wenn ihr soweit seid, das ist ja alles schon warm. Könnt ihr schon mal anfangen, den Ofen auch vorzuheizen? Ober- und Unterhitze zu 200 Grad.